Hallo, ich bin Claudia Borsig und begrüße euch heute auf der Dresdner Pferderennbahn. Ich bin hier Berufstrainer. Bei mir ging es also damit los, dass ich als Kind schon jedem Pferd hinterher geguckt habe und Hurra geschrien habe, wenn ich irgendwo eins gesehen habe, obwohl bei uns in der Familie niemand was mit Pferden am Hut hatte. Und meine Eltern kamen dann nicht drum rum, mich im Reitstall anzumelden, der gegenüber von der Pferderennbahn lag. Als ich dann 14 war, bin ich direkt zur Pferderennbahn hinmarschiert und habe dann hier als Amateur angefangen. Da hat man also freiwillig im Stall geholfen, durfte dann ab und zu dafür mal reiten. Habe dann meine Ausbildung gemacht als Tierpfleger, angefangen Amateurrennen zu reiten und dann im Rennstall auch gearbeitet und habe dann nach meinem zweiten Kind meinen Pferdewirtschaftsmeister gemacht, um als Trainer weiterzuarbeiten. Also bei uns ist es so, dass das ja vom Dachverband vorgeschrieben ist, dass ein Pferd, was an Rennen teilnehmen will oder soll, bei einem Berufstrainer auf der Trainingsliste steht und von dem auch trainiert wird. Und es gibt noch die Besitzertrainer, die nur ihre eigenen Pferde trainieren dürfen. Die Aufgabe eines Trainers ist natürlich, die körperliche Verfassung des Pferdes herzustellen, um am Renntag bereit und fit zu sein, um dass natürlich der Start auch dem Pferd nicht wehtut, sondern es dafür vorbereitet ist. Ja, also die Vorbereitung auf ein Rennen beginnt natürlich viel früher. Also wenn wir zum Beispiel aus dem Winter rauskommen, muss man schon einplanen, 2 Monate braucht das Pferd erstmal Konditionstraining. Dann wird nach den jeweiligen Rennen geschaut, was für das Pferd passend wäre von der Ausschreibung her. Und zum Ende hin, also aufs Rennen zu, werden natürlich dann die schnellen Arbeiten trainiert und je auf Distanz des Pferdes, wo es eingesetzt wird, hingearbeitet. Aber insgesamt die Vorbereitungszeit auf ein Rennen ist also mindestens 2 Monate, wenn es aus einer Pause kommt, also zum Beispiel aus dem Winter oder aus einer Krankheitspause. Also ich behaupte, ein guter Trainer muss individuell trainieren. Also bedeutet, er muss auf die Pferde einzeln eingehen, was natürlich in einem kleineren Stall wie bei uns besser funktioniert als bei 100 Pferden im Stall. Aber ich denke, das ist wichtig und das ist so ein bisschen unser Vorteil. Zurzeit haben wir 22 Pferde im Stall. Das kann sich schnell immer ändern durch Abgänge oder Zugänge, aber das ist eigentlich bei uns eine gute Zahl, was wir auch gut meistern können mit unserem Team. Also das ist immer schwierig, so einen Trainingsplan einzuhalten, weil die Pferde ja auch auf manche Sachen reagieren. Also egal, ob das jetzt mal, die bekommen mal ein bisschen Temperatur von der schnellen Arbeit oder auch, es kann mal sein, dass früh, wenn die Stehfutter kriegen, werden die Beine kontrolliert, wenn da mal irgendwas ein bisschen warm ist oder ein bisschen reagiert hat. Deshalb ist der Trainingsplan also nicht auf längere Zeit festgelegt, sondern wird dann schon von den Leistungen oder den Befindlichkeiten, die so die letzten Tage waren, des Pferdes abhängig gemacht. Ja, eigentlich ist ja Hetzen für uns der falsche Ausdruck. Also wir wollen ja, dass die Pferde motiviert sind, schnell zu laufen. Und eben, man nutzt den Herdentrieb aus, ne, der ja angeboren ist. Also die versuchen ja auf der Koppel schon als Fohlen. Jeder will der Schnellste sein. Soll zumindest so sein. Und die das eben am besten können, das sind dann Rennpferde. Leider nein. Also wir bekommen natürlich Anfragen von Besitzern oder versuchen Besitzer zu aktivieren für den Rennstall oder für den Rennsport. Und die meisten geben dann uns den Auftrag, ein passendes Pferd zu finden, was natürlich dann auch preislich ins Budget passen muss. Und dann ist man natürlich schon ein bisschen eingeschränkt, aber wir sind trotzdem zufrieden mit dem Material, was wir haben. Bei mir ist es deshalb, weil ich familiär hier gebunden bin. Also ich bin hier in Dresden geboren,
schon als Amateur in Dresden geritten bei meinem Trainer Wolfgang Sträubel. Und da ist man natürlich auch ein bisschen mit der Bahn verbunden, hat viele Erinnerungen, aber meine Familie ist hier und deshalb bleibe ich hier.